Hallo Freunde, hier ist der Mike. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Donnerstag, es ist wieder Videolog-Zeit und es ist wieder DJ-Zeit. Und das heißt, heute steht ein DJ-Event an. Um genau zu sein, es ist ein Business-Event, ein Firmenfeier. Und die findet im Odenwald auf dem Hofgut Hohenstein statt. Und zwar ganz oben, das nennt sich Heuboden, nennt sich der Saal. Das ist bei denen der ganz, ganz große Saal. Und da fahre ich jetzt hin, baue meine DJ-Technik auf und dann machen wir heute Abend einen schönen gemütlichen Sommerabend, ein Business-Event. Und ich versorge die Jungs und Mädels dort mit ein bisschen Musik. Dich nehme ich mit, bleib einfach dran, dann kannst du mir den ganzen Abend über folgen. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Das Hofgut Hohenstein. Also hier ist wirklich wunderschön. Ich bin jetzt gerade draußen in diesem kleinen Terrassenbereich, den die oben in dem obersten Raum haben. Die haben ja 3 Räume und ich bin heute in dem ganz, ganz großen, der ist, ich glaube, 120, 150 Gäste oder so, können da drin feiern. Und hier gibt es draußen so eine kleine Terrasse mit so ein paar Lounge-Möbeln, ein bisschen was zum Hinschillen. Gerade bei schönem Wetter kann man wunderbar hier draußen sein. Und ja, da werde ich mich jetzt auch gleich mal hinsetzen. Ich habe gerade aufgebaut. Die komplette Technik steht heute im Programm Technikpaket Standard. Das heißt, 2 Maui-Säulen mit dabei als Lautsprecher. Für die Lichttechnik habe ich eine komplette 4er LED-Bar mit dabei und meine 2 LED-Diamonds, die natürlich dann auch wieder so für so ein bisschen Spiegelkugeleffekt sorgen und heute Abend für den Party-Flair sorgen. So, ich bin viel zu früh. Ich dachte eigentlich, ich brauche länger für den Aufbau und ich habe jetzt noch fast eine Stunde Zeit. Und ja, da werde ich jetzt mal gucken, ob ich hier noch ein paar schöne Bilder von der Location einfangen kann. Während die Gäste gerade jetzt erstmal zu Abend essen, fange ich danach mit ein bisschen Background-Music an und dann gehen wir hoffentlich in die Party über. Wie gesagt, es ist ein Business-Event, es ist eine Firmenfeier, die ist meistens ziemlich locker gehalten. Heute mit Mixed Music, der 70er, 80er, 90er aktuelles. Genau, ich denke aber, die 80er und die 2000er, nee, nicht die 2000, die aktuellen Charts, werden heute sehr, sehr gefragt sein, also werden wahrscheinlich sehr, sehr danceig, sehr, sehr hausig und zur späteren Stunde vor allem sehr, sehr rockig. Das ist bei Business-Events meistens so der Fall, dass gerade so die Oldtimer oder die Alteingesessenen mal richtig auf Rockmusik eskalieren wollen. Und ich glaube, das wird heute auch der Fall sein. Ich finde es hier echt schön. Also hier kannst du dich richtig wunderschön hinchillen, kannst wie gesagt so ein bisschen den Abend genießen. Das Geile ist, unten ist noch so ein kleiner See. Da kann man am See eine freie Trauung abhalten, was auch sehr, sehr stark ist. Das habe ich auch jetzt schon 3-mal gemacht die letzten 1-2 Jahre und es ist echt sehr, sehr cool. Und dann wird aber auch wahrscheinlich meistens in einem der anderen Räume mit drin gefeiert. Ich gucke mal, ob ich runtergehe und euch mal ein paar Eindrücke mit einfangen kann. Das Geile hier an der Location ist, wie gesagt, die haben 3 Räume und wenn man dann die Straße hier hinten hochkommt,
dann haben die meistens direkt Schilder dran, wie zum Beispiel hier steht jetzt dran, Bertrand Service, das ist die Firmenfeier, die heute Abend stattfindet, dass die Leute gleich wissen, zack, sie müssen einmal hier links ums Haus rum, um die Firmenfeier zu finden, während in den anderen beiden Räumen dann meistens immer noch andere Feiern stattfinden und da dann an den Eingangstoren dementsprechend immer der Name des Brautpaars dran steht. Und hier hinter mir, da geht es dann meist rein in die beiden anderen Räume, das ist einmal der Kuhstall und der Heuboden ist oben, Kuhstall und die Scheune. Genau, und da gibt es noch zwei Räume und die werden hier von den beiden Löwenstatuen bewacht. Und da findet man am Tor dann auch immer den Namen des Brautpaars, wenn man da rein will. Also auch da war ich schon sehr, sehr häufig und habe die Partys begleitet. Da kann man wunderbar und geil drin feiern. Ja, was ich euch zeigen wollte, wenn man hier runter guckt, das sieht jetzt ein bisschen entfernt aus, ist aber gar nicht so weit weg, das macht eher die Kamera. Da unten ist der See und da ist auch so ein kleiner Steg dran, wo man dementsprechend drauf heiraten kann. Das heißt, da wird dann ein Lautsprecher hingestellt, ein Mikrofon wird hingestellt, sodass der Trauredner eine Trauung vollziehen kann, während das Brautpaar meistens entweder mit dem Gesicht oder mit dem Rücken zu dem See hinsetzt. Man hat hier eine wunderbare Talkulisse, das ist halt das Geile hier dran und hat es nur ein paar Meter weiter in die Location dementsprechend, wo man heute Abend wunderbar drin feiern kann. Also hier, freie Trauung, sehr, sehr geil. Ey Mann, ey, das hier ist Fledermausland. Also Fledermausland heißt, das ist totes Land. Hier gibt es weder Internet, noch gibt es hier Handyempfang. Also hier ist wirklich gar nichts mit dabei. Was ich aber meistens auch sehr, sehr cool finde, weil dann hängen die Gäste nicht den ganzen Abend am Handy rum, sondern sind wirklich an der Feier anwesend. Man kennt es ja oft, dass auf Feiern die Gäste dauernd am Handy rumspielen oder dementsprechend irgendwie Videospiele machen, bei Facebook rumsurfen und sowas, aber nicht bei Hochzeiten, bei dem Brautpaar zum Beispiel mit dabei sind, sondern eher teilnahmslos dabei sind, weil sie sich langweilen. Und das ist hier halt nicht der Fall, weil wie gesagt, kein Handyempfang, kein Internet, hier gibt es auch kein WLAN. Und das heißt dementsprechend auch, die Gäste können nicht auf Facebook rumsurfen oder irgendwo rumspielen, sondern sind den ganzen Abend wirklich an der Feier anwesend und können auch aktiv daran teilnehmen. Das heißt, besondere Momente verpassen die natürlich auch nicht, sind immer mit dabei und können den Abend genießen. Und das Geile ist, die Party ist dann meistens auch viel, viel geiler. Besonders kann auch nicht mal einer ankommen und sagen, hey, spiel mal mein Lied hier ab, YouTube. Dann sage ich, Alter, hast du hier Handyempfang? Hier ist weder Internet noch Handyempfang noch irgendwas anderes. Oh, jetzt wird es hier laut im Hintergrund. Jetzt kommen hier hinten die Treckerfahrer. Sehr, sehr ländlich hier, muss ich euch sagen. Ja, aber wie gesagt, da gibt es auch kein Musikabspielen von YouTube oder von irgendwelchen anderen Dingen, weil kein Handyempfang, kein Internet, hier ist im Endeffekt gar nichts da. Sehr, sehr geil. Boah, ich könnte hier gerade eine Runde schlafen, ey, weil es so schönes Wetter ist und gerade so angenehm und chillig ist und alles so schön ruhig ist. Trotzdem will ich euch noch mal ein Learning der Woche präsentieren, zumindest noch mal was mit auf die Reise geben, was ich sehr, sehr wichtig finde, was ich euch einfach mal weitergeben will. So einen kleinen Erfahrungswert. Und der hat mit dem Technikaufbau der DJ-Technik zu tun. Das heißt, wir mobile DJs, wir bringen ja immer eine Lichtanlage mit, wir bringen auch immer eine Tonanlage mit. Wir bauen beides auf. Und wenn wir aufbauen, für alle die DJ-Kollegen gibt es eine goldene Regel und die nennt sich Ton vor Licht. Das heißt, die Tonanlage ist wichtiger als die Lichtanlage. Weil Ton ist das, weswegen wir im Endeffekt gebucht worden sind. Das Licht ist ein optionaler Wert. Und wenn irgendwas an der Tontechnik nicht funktioniert, dann kann man einem das richtig übel nehmen. Ich meine, wenn es mit der Lichttechnik nicht funktioniert, nimmt man einem das da auch übel. Aber wichtig ist, dass wenn du eine Startzeit vereinbart hast und du hast Probleme in der Tontechnik und du hast einen Aufbaupuffer mit eingerechnet, dann ist es wichtig, dass du deine Tonanlage schon stehst und diesen Aufbaupuffer nicht schon mit dem Aufbau der Lichtanlage verballert hast. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, bau zuallererst die Tonanlage auf, mach einen Soundcheck und bau danach erst die Lichtanlage auf. Das heißt, weil wenn irgendwas mit der Tonanlage nicht funktioniert und du einen Fehler suchen musst, hast du Zeitpuffer dahinter, um das aufzubauen und kannst dich später in Ruhe um die Lichtanlage kümmern. Es bringt aber nichts, erst die Lichtanlage aufzubauen, dann die Tonanlage und dein Puffer ist aufgebraucht, sondern du sollst jetzt anfangen und dann funktioniert irgendwas mit der Tontechnik nicht. Das wäre katastrophal. Deswegen wichtig, Ton vor Licht. Erst die Tonanlage aufbauen, dann die Lichtanlage, weil wie gesagt, die Tonanlage hat Vorrang. Meistens fängt man ja auch mit der Musik an, während es noch hell draußen ist, sodass die Lichtanlage noch gar nicht ihre große Wirkung entfaltet, was ja meistens eher zur Party später erst passiert.
Und da hat man dann noch genug Zeit, gerade wenn die Gäste zum Beispiel am Essen sind, sich nochmal in Ruhe um die Lichtanlage und den Aufbau der Lichtanlage zu kümmern. Aber wichtig ist, dass die Tonanlage läuft, dass Musik da ist. Ganz wichtig. Ich will es einfach mitteilen, mir ist es nämlich mal passiert, dass irgendwas nicht funktioniert hat. War einfach nur ein Kabelfehler im Endeffekt letztendlich, aber ich habe Panik geschoben und war froh, okay, ich habe noch eine Stunde Puffer, nachdem die Tonanlage steht und kann jetzt in Ruhe den Fehler suchen und mich dann in Ruhe um die Lichtanlage kümmern. Deswegen mein Learning der Woche, einfach nur mal als Mitteilung, Ton vor Licht. Oh,
zu artikulieren und seine Eltern hatten.